Zehn Schäfchen schlummern friedlich und sie kuscheln dicht an dicht, obwohl es schlummern 9 Uhr, denn das Kleinste schlummert nicht. Es wälzt sich hin, es wälzt sich her und seufzt ein leises Mäh. Es sieht die anderen schlafen und da kommt ihm eine Idee. Wenn ein Schäfchen nicht schlafen kann, dann zählt es seine Herde. Es fängt gleich zu zählen an, damit es müde werde. Das Schäfchen zählt sich selbst schon mal als Schäfchen Nummer 1. Als zweites schnarcht ein dickes Schaf, und zwar sein Opa Heinz. Die 3 ist Oma Ruth, sie ist im Clan das höchste Tier. Und Lieblingsonkel Mattes ist das Schäfchen Nummer 4. Wenn ein Schäfchen nicht schlafen kann, dann zählt es seine Herde. Es fängt gleich zu zählen an, damit es müde werde. Das Schäfchen Nummer 5 ist seine Tante Anne-Marie. Die 6 ist Bruno, der Cousin mit Pollenallergie. Die 7 ist sein Bruder Tim, der immer Späße macht. Und seine stille Schwester Liz ist Schäfchen Nummer 8. Wenn ein Schäfchen nicht schlafen kann, dann zählt es seine. Zu zählen an, damit es müde werde. Das Schäfchen Nummer 9, das ist vom Schäfchen die Mama. Sein Papa ist die 10, somit sind alle Schäfchen. Da gähnt das Schäfchen, denn es ist vom Zählen ganz K.O. Und als es schließlich einschläft, ist es ganz beruhigt und froh.